So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ganz frisch in den Neuigkeiten ist was aufgetaucht. Das wollen wir uns natürlich jetzt mal angucken, beziehungsweise hier gibt es auch den offiziellen Post auf der Pokémon-Seite. Ein neues Update, 11. Februar 2019. Wecke den Fotografen in dir, Trainer! Eure AR-Plus-Fotos haben uns wirklich sehr inspiriert von winzigen Waumbel. Von winzigen, achso, nicht witzig, winzig, weil die sind ja nur so klein. Von winzigen Waumbel bis hin zu riesigen Alola Kokobai habt ihr atemberaubende Fotos von Pokémon in ihren natürlichen Habitaten gemacht. Heute kündigen wir ein neues Feature an, mit dem du die Schokoladenseite deines Lieblings-Pokémon noch einfacher festhalten kannst. Go Schnappschuss! Mit diesem Feature könnt ihr Fotos von den Pokémon in eurer Box machen. Ihr könnt das Feature über den Bericht eines Pokémon oder über die Kamera im Beutel aufrufen. Die Verwendung ist ganz einfach. Wählt ein Pokémon aus, tippt auf den Bildschirm, um seinen Pokéball zu werfen. Sobald sich das Pokémon an der gewünschten Position befindet, könnt ihr die Kamera bewegen, bis ihr den optimalen Winkel gefunden habt. Wird das Pokémon abgelenkt oder sieht es in eine falsche Richtung, streicht über das Pokémon, um seine Aufmerksamkeit auf euch zu ziehen, damit es euch wieder ansieht. Bei so einem Shooting könnt ihr beliebig viele Fotos machen. Nach dem Shooting werden alle Fotos automatisch auf eurem Gerät gespeichert. Ihr könnt eure Lieblingsfotos nun auch noch einfacher in den sozialen Netzwerken teilen. Wähle einfach das soziale Netzwerk aus, in dem du das Foto teilen willst. So können auch deine Freunde dein Meisterwerk bewundern. Wir freuen uns auf die Aufnahmen von eurem Pokémon. Denkt dran, eure Kunstwerke mit dem Hashtag GoSnapshot zu versehen, damit auch wir sie teilen können. Schnappt eure Kameras und go! Das Team von Pokémon Go. Das war jetzt, glaube ich, ein bisschen ausführlicher als der offizielle, als die Ingame-Benachrichtigung, denn die haben wir hier, da wollen wir auch nochmal kurz drauf gucken. Zeige, was du als Fotograf drauf hast. Steht das nochmal dabei, das habt ihr alle bekommen. Bei den anderen Sachen weiß ich immer nicht, ob die Leute da hinterher sind und sich das durchlesen. Bald kannst du ganz leicht Fotos von jedem Pokémon in deiner Pokémon-Aufbewahrung machen. Das haben sich natürlich viele schon gewünscht, weil die gesagt haben, das ist ja schön und gut, aber das wäre voll cool, wenn man auch Pokémon, die man im Beutel hat, nehmen kann und da einfach nochmal Fotos machen kann an besonderen Orten, an besonderen Gegenden, wenn man seinen Dragoran einfach mitnehmen kann auf den Himalaya, wenn man da mal eine Wanderung macht und da hochklettert oder wenn man vorhat, sich in den nächsten Vulkan zu stürzen und nimmt seinen Magbran einfach mit und springt und macht noch ein Foto im Flug, das wäre richtig genial. Oder ihr geht irgendwo mal Bungee-Jumpen und bastelt einfach so einen Kramchef neben euch. Das muss alles extrem sein. Oder wenn ihr nachts am Tresen sitzt, in der Kneipe, und das Bummels hängt bei euch mit auf dem Tresen. Richtig genial natürlich. So muss es sein. Kann jetzt alles also kommen. Wird demnächst ins Spiel reinkommen. Ihr habt jetzt die Benachrichtigung natürlich auch bekommen. Alles aktuell. Und ihr seht, es geht immer weiter. Es ist immer wieder was Neues am Start. Und Niantic überrascht uns immer mit irgendwelchen lustigen Features. Und ja, wie findet ihr das Feature? Freut ihr euch da drauf? Schreibt es natürlich mal in die Kommentare. Lasst mir eure Meinung dazu da. Und dann würde ich sagen, das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.